Achso, ich muss nochmal meine Frau anrufen. Nicht, dass sie wirklich verpennt gerade. Wieso? Nein! Geilste Donnerstag dabei. Schwarze Moor, Gelddruckmaschine, 3D-Drucker. Alles klärchen. Ja. Meine Frau ist natürlich wach. Da steht, da kommt doch schon. Ach nee. So, was habe ich denn jetzt zu tun? Ich muss bald was ansehen. Ich muss mir auch mal die Felder langsam mal kaufen, die ich weiter. Jetzt hat er es gerne mitbekommen. Schade. Wer? Du? Was habe ich nicht mitbekommen? Hier ist gerade so ein wahnsinniger roter Treckerfahrer hoben an dir vorbeigefahren. Echt? Was die Alter? So, okay. Die haben genug Nahrung. Jetzt fahr ich schon wieder vorbei. Das gibt's nicht, ey. Oh, hier ist Wolle voll. Vielleicht verkaufen wir noch mal ein paar. Produkte, ich glaube. Das. Wir könnten auch Sonnenblumen noch mal auffüllen. In der Mühle, damit es weitergeht. So, jetzt sagen wir mal die ganzen Ballen da ein, ey. Wir könnten jetzt Raps aussehen, aber wir verkaufen erstmal Produkte. Wir haben ja noch das erste 1. August am Tag. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und zwar machen wir dann. Ne, der hat es schwer gehabt, ne? Das letzte Mal. Wir nehmen nicht den. So, 4 Ballen in der Kugel. Schlecht. Oh shit. Ich häng fest. Mann, nix kann der, ey. Komisch, genau. So wie du arbeitest, bist du irgendwie verwandt mit Fanta, oder? Die sagt genau dieser Klon. Seid ihr Geschwister? Klon, ey. Aber genau den gleichen Spruch der Griecher vom Manus. Nix kann er da. Nur Scheiße, war ohne Festhänge. Natürlich. Was hat mein alter Meister, mein alter Gesellenmeister immer noch gesagt, so als ich gelernt habe? Muss 1000 Geschwister haben, ne? Einer allein kann gar nicht so blöd sein. Was ist eigentlich mit meinem Hundi? Hat der mal Essen bekommen? Irgendwie nicht, aber ich kann auch nichts einfallen. Der Scheißhund, der ist auch überall unterwegs, aber nicht da, wo er sein sollte. Er ist nicht gut erzogen. Ich war nicht in der Hundeschule. Ein Wuff. Bin ich blöd? Wie kann ich denn das sehen? So, Fanta, jetzt Sacko. Jetzt weiß. Nicht mit so schlecht. Ich will ja nicht. Schlecht. Oh Mann. So, jetzt müsst ihr mir sagen, ob ich das richtig mache. Wir müssen nach vorne, bis zu viel. So. Gucken, ob es von dem Blickwinkel aus geht. Gabel zusammen machen. Guck, ob es von Breite von der Palette passt. Ja, das passt. Maschallah, hast du gesehen? Wie ein junger Gott, Alter. Schön reingestrückt, ja? Reingedrückt, tief, bis sie gewirkt hat, was? Rein bis zum Anschlag. Richtig. Bushido und K1, Alter. Ich hab von denen ein Album. Ich glaube, war das nicht erst Guter Junge oder so? Ich weiß gar nicht. Naja, das hat, glaube ich, eigentlich auch jeder gehabt. Wobei ich sagen muss, ich war nie der
CD-Käufer. Ich hab mir nie. Boah, ich kann das irgendwie nicht. Wir hatten nur damals, wo ich noch in der WG war, war einer, der hat richtig gut rappen können und der wollte halt unbedingt eine Aufnahme machen. Und weil ich da schon ab und zu war, schon so ein paar, ja, Pat. Also Mikrofon an Verstärker, PC ran und welche ein bisschen hier Karaoke gemacht habe. hat der mal eine 600 Watt Bassrolle gehabt. Hat das einfach mal abgespielt. Ey, ich sag das. Eine normale DVD-Anlage mit einer 600 Watt mal fürs Auto. Bist du oben im in der Etage drüber, du hast gemerkt, wie der ganze Boden unten vibriert hat. Also das muss... Sag ja. Der hat's drauf gehabt. Sehr cool. Der hat sich auch mal bei MTV mal beworben, ne? Als was? Da kannst du so als Kassetten einschicken. Ach echt? Ja, aber... Link ist abgelaufen. An der Link abgelaufen? Was von was denn? Von der Playlist? Nein. Das Holy Fire. Nö, naja, funktioniert der Link. Oder wofür? Also ich komm drauf. Aber du bist ja auch schon vielleicht drin, ne? Und Spotify. Also, ja, aber ich komme auf die Playliste. Hier, guck, mal kurz die Discord Übertragung an. Ja, alles gut. Ich komme ja auch drauf, also. Moment, ich muss hier die Leute einer Zwischenanklage. Moment, das war der falsche. So, hier. Ist das derselbe? Wieder oben? Ja. Ja, da musst du gehen. Seid ihr nicht verfügbar. Habt ihr Spotify? So, kriege ich zwei Paletten nebeneinander, ist die Frage jetzt. Geil, ne? Sei denn nicht Fanta. Jetzt, ja klar, ein bisschen warten. Weil das ist so. Also, das war ja bei mir. Ach genau, wir hatten ja gestern das Problem, Fanta wollte es übers Handy machen. Das ging dann auch nicht. Dann habe ich einfach zwei unterschiedliche Links drin reingemacht und ich glaube bei dem Fanta, ich weiß nicht, bei dem zweiten ging es dann, gell? Aber es war auch ganz schön komisch. Aber dass sie das mit den Links auch nicht irgendwie einfach machen kann, weißt du, einmal eingesetzt und fertig, also. Ja, ist ja doch. Also nein, ich meine mit dem Ablaufen. Das meinte ich. Dass du das einmal einfügst, es läuft ohne Probleme, abgehakt. Das meinte ich. Aber die... Das hast du gemeint. Ja. So. Ich zieh mir kurz mein Sweatshirt an. Mann, mir ist kalt. Das steht wieder. Ich würde auch gern kurz meine Hose ausziehen. Ist das okay für euch? Nein. Auf einmal siehst du dann so Dunst auf der Kamera. Husch. So, ich weiß gar nicht, da gab es doch mal so eine Werbung von Cola. Warum muss ich das jetzt bei... Bin ich jetzt blöd? Ich fahr schon wieder nicht. Sorry, Fanta, ich muss mal gerade über dein gekrupptes Feld fahren. Der Typ von Kleinanzeigen, ne? Ja.
Ich schreibe dir dann. Okay. Wir haben nochmal drüber nachgedacht. Das kommt uns, das wird alles gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich war jetzt tanken. Jetzt habe ich nur 670 Euro. Ja. Ist so ganz ehrlich, nein, okay, dann scheiß drauf, ne? Ja. Das ist ich. Ich will mich verarschen. Ja. Ich bin verarschen, mich zu gut. Ist so ganz ehrlich, ich war Geld fürs Tanken. Ja. Hast du. Und hier irgendwo ein ganz deutscher Mitglied, so was sowas Geklopptes macht. Ja. Also, es wäre raus. Ja. Er ist noch dran, ja. Ja. Weiß ich nicht. Das ist. Das Blöde ist ja, für den habe ich die Fotos jetzt noch nicht. Oha. Oh mein Gott. Und wann? Ah. Okay. Wo ist denn hier das Fermentiersilo? Hat es direkt. Welches? Meins? Nein. Fermentersilo. Von dem Auftrag hier, was ich hab. Was sagst du, Maya? Ja, weil die wollte ich da auch weg haben, weil das steht ja auch dann da irgendwie rum und dann habe ich die gleich hier hochgebracht. Menta-Silo? Von einem Auftrag? Ja, warte mal. Hä? Es gibt doch kein Fermenta-Silo. Aber. Auf der Karte. Ich lasse hier gerade irgendwas bei Pavel. Bei Ding ab, beim Fanta gerade, weil hier auf der Karte wird mir angezeigt, das, was ich abladen soll, ist beim. Fanta auf dem Hof. Und zwar vom Auftrag aus. Vom Lohnunternehmer, ja. Fermentärsilo. Ich habe noch Staplerfahrer Klaus geguckt. Sehr seltsam. Ja. Das ist sehr seltsam. Was sollst du da abladen? Die Strohballen. Ja, genau da. Da kommt da schon der Fanta. Hier sollte ich es abladen. Genau hier ist nämlich der Trigger. Was auch immer. Ansonsten machen wir halt mal. Testen wir mal. Geht nicht. Die kann doch nicht, was ihm gehört, da in. Sehe ich den Auftrag? Nee, ne? Was zur Hölle? Nee, aber. Doch, hier auch, guck mal. Der Auftrag auf Feld 1. Bringe Balen hierher, Fermentersilo. Ja, guck mal, ja. Deswegen. Also. Jetzt. Meinst du, sonst schreibe ich mir die. Was waren's? 5000 gut und schmeiß es woanders rein. Also, du musst mir die 5000 schreiben. Wo soll das? Achso, ich habe selber doch das falsche Ansicht. Fermentersilo. Hansbohne. Das ist doch meistens hier South Valley Biomass Energy. Ja. Normalerweise kommt das da doch alles hin. Eine mehr. Ah. Fanta, ich mach dich mehr pink. Ja, Gutschein. Nee, haben wir gestern erst bekommen. Ich hab ja auch ein Fermentersilo. Fanta, ist dasselbe? Aufräumen, aber zeig ich. Ja, keine Ahnung. Also. Verstehe es halt nicht. Vor allem.
Und der zeigt dir das an, ja? Ja. Er zeigt mir genau die, Also. zeigt mir genau da die Position an. Adieu, ich hab ja noch die Übertragung an. Oh, verdammt. Rausgeschmissen worden, scheiß Internet. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. So. Ah, ich fahre jetzt woanders hin, halt. Ja, erstmal gegen Baum fahren. Mast. Bringen Sie dazu dieser Gas, Biogasanlage. nee, nicht zur Biogasanlage, sondern zum Heizkraftding da. Und du wirst erstmal abgeworfen hier. Ich hab den Beweis. Assi, ey. Ja. Ja, Weste. Schlacht der Heuballen am Samstagmorgen. Wer gewinnt, meine Damen und Herren? Wer gewinnt? Wieso kann ich denn nicht werfen jetzt? Hier. Der Scheißdrecker. Ja. Und denn da eigentlich? Jetzt wieder weiterarbeiten. Das ist ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe gerade eben. An Bugs kann es nicht. Warte, ich hole dir kurz den Trecker da An weg. Bugs kann es nicht liegen. Wieso? Ja, nur die Spieler, die Spiele verbuggt sind, ne? Also ja. Das irgendwie komisch aus. Hä, ja, das ist Fanta ist hobbymäßig Hell's Angel. Und deswegen macht er so komische Sachen, weißt du? Das ist hobbymäßig, also. Hauptberuflich Anwalt. Nebenberuflich Hell's Angel. Wie nennt man die? Ach, keine Ahnung. Anwärter. Muss ja sagen, ich kann nicht so gut umgehen mit den Dingern. So. Fahren da, wohin willst du haben? 10.000, bisschen quitt. Du warst beim Paletten offline. Ja, genau. Wenn ich jetzt wegen dieser scheiß Laterne nicht rankomme, kriege ich echt einen Vogel. Das war so klar. Ich brauche. Ach komm, jetzt hast du mal hier getan, arbeiten. Jetzt wollte ich mal voll Oh, der es ist gleich Arschkriecher. 6 Uhr. Jetzt wollte ich mal der Arschkriecher Ja, ich sein. komme. Okay, Leute, ich glaube, wenn es jetzt gleich 6 Uhr ist. Wo ist die Nacht hin? Oh, weißt du? Fängt doch erst an. Frankfurt am Hauptbahnhof. Hängt hier der Lampe an, ne? Hinten nur stehen, vorne links. Hinten so wie sie stehen und vorne links. Was?
Enden so wie sie stehen und vorne längs. Das war ein scheiß Einfahren. Jetzt kommt der Profi nicht. Okay, scheiß drauf, lieber nicht, sonst versau ich's. Meine Freundin hat mir nämlich auch noch einen geilen Wecker gemacht. Und deine Freundin hat den geilen Wecker gemacht? Mhm. Ja. Das ist, als ich jung war, habe ich so einen Wecker auch noch bekommen. Nee, die hat, du kannst ja den Wecker ja mit Anzeige laufen lassen, ne? Dass der geweckt wird. Achso, ich habe gerade wirklich einen geilen Wecker. Aufstehen, geiler Hengst, ja, es ist 55. Okay. Geiler Hengst, ey. Ja. Ja, vor allem, ne, die kommt, du druckst am Frühstückstisch, du willst essen, gemütlich, ne, vor allem am Sonntag. Und die kommt aus so komische Gedanken, wo ich mir dann mal denke, Sie ist nicht ausgelassen. Ha. Ja, ich wieder schön. Muss ein bisschen mehr Hausarbeit ihr übergeben. Nein, Quatsch. So, also ich spreche noch. Wechsel doch öfter mal deine T-Shirts. Nein, Quatsch. Was denn? Sind doch deine bestellten, da die ich 5 Tage getragen hast. Kommt, steht auf. Steh auf, du Hund. Ah, wenn du wüsstest, ey. Wenn du wüsstest. Ah, ich habe den Auftrag jetzt abgebrochen und der schreibt mir das gut. Was ist das denn für ein Müll? Wie? Ja, ich habe es an der Biogasanlage verkauft. Die Ballen, wo ich gemacht habe. Ein bisschen habe ich was dazu verdient. Wenn du halt was über hast, aber der hat mir das jetzt gut geschrieben. Da stimmt doch was nicht. Ihr habt das Spiel kaputt gemacht, ich sehe schon. Bald, wenn Fanta wieder LS spielen will, sind wir schon wieder auf einer neuen Map, weil ihr das kaputt gemacht habt. So, dann habe ich alles zurückgegeben. Wunderbar. Gehen wir zurück auf den Hof. Du. Hey, was ist denn ich? Ich war das nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Eben. Aber ich finde echt, die Bäckerei da, die ist echt so ein geiles Teil. Also das, so Mods musst du echt behalten. Danke. Ey. Achso. Was? Mein Maker, Alter. Weißt du, Fanta, worauf ich letztens wieder Lust hatte? Ich hatte Lust mal wieder so ein bisschen auf Rostock spielen. Es hat Spaß gemacht. So wieder was Größeres. Weil irgendwie die Ostsee ist ordentlich noch nicht so gut spielbar. Also wenn ihr Rostock macht, dann würde ich mitmachen. Ja, haben wir ja vorher. Ja, dann noch besser. Wir haben ja noch den Ostsee-Server. Aber da sind so ein paar Kleinigkeiten. Komm, wir verkaufen auch mal Eier. Eier braucht das Land, habt ihr gehört, dass der Land auch der Wehrwacht Eier. Ja, das fahre ich sogar noch. Das fahre ich noch an meinem Frontgewicht vorbei. Warum?
Hä, wieso schiebe ich das denn nach vorne? Was ist mit der Map? Was findest du? Ich weiß nicht, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Sehr eng alles. Aufträge konnte ich teilweise nicht abschließen, weil zum Beispiel auch da ein Auftrag war, den ich machen sollte. Was war denn das? Silageballen machen. Und die sollte ich an die... Und das war ein großes Feld. Also das war ein Auftrag für, ich glaube, 50.000, 60.000 Euro. Und die sollte ich dann verkaufen an diese BGA, die es auf der Dings gibt. Aber die hat halt keinem gehört. Und dann kannst du es... Und dann kannst du halt den Auftrag nicht machen. Ja, an die BGA musst du kaufen. Ja, aber will ich ja nicht. Wenn ich dann Auftrag mache, ist halt so... Ah, Kleinigkeiten, die mir da nicht so gefallen. Dann sind plötzlich alle Zäune verschwunden. Steht aber beim Update-Log drin. Ja, ganz ehrlich, wer liest sich das denn durch? Ja, so welche wie mich. Was? So welche wie mich, die Langeweile haben. Also, ja, die Logdatei mit dem einen Mod, diesen Ankuppel-Mod, weil das ja mit dem Krimi-DLC nicht funktioniert hat, ja. Auf jeden Fall, deswegen, ein Mod, das stand in der Skript oder das stand in der Logdatei, dem Fehler nicht drin. Ich hab quasi das, was du dann am Tag vorgeschlagen hast, die Mod aktiviert. Und schwuppdiwupps war er da, der Fehler. Gelöst. Ja. Jetzt habe ich noch rausgeschmissen, da bleibt doch draußen. Und ich habe wieder eine volle Palette an Honig. Schön, die dritte. Ah ne, da fehlt noch eine Ecke. Der Honig mit der Ecke, die Palette, die mal ging. Oh, so. Ja. Das mache ich noch und dann muss ich aufhören. Weilchen, ich muss, meine Frau ist ja hier. Das heißt, meine Kinder muss ich dann zur Schule heute befördern. Also, apropos, hat es bei euch auch wieder Auswirkungen, die Streiks da, was sie angekündigt haben? Was für eine Streiks? Warte mal. Kindergärten waren gestern oder so, ne? Ja, genau, ÖPNV war da wieder. Ja, das juckt mich nicht. Ich hoffe bloß, dass sie nicht schon wieder mit der Post wieder streiken, ne? Ja, das hoffe ich auch. Ja, nee, weil unser Zeug reicht noch gerade bis Sonntag, da brauchen wir Nachschub. Sehr gut. Ach, Honig könnte ich auch mitnehmen, aber das mache ich beim nächsten Mal. Das kann ich jetzt nicht. Andere Frage, Honig macht der gar nichts mehr, ne? Was? Honig im Online-Shop macht der gar nichts mehr, oder? Wieso? Nur so. Mal. Interessieren. Wie meinst du, macht der gar nichts mehr? Oder habe ich was? Lass mal gerade mal gucken, vielleicht habe ich wieder irgendwas. Strich. Ach, weil der ausverkauft steht. Von dem Geschenk. Ja, kann gut sein. Ich muss immer vorsichtig sein, ne, weil wir verkaufen auch hier im Laden. Da muss ich wieder welche zurückstellen und die dann auf nicht ausverkauft stellen, die Menge, nicht, dass irgendeiner dann 10 bestellt und ich habe die gar nicht da, weißt du? Okay. Deswegen ist das ja, das ist halt so ein bisschen, das Spiel, was ich hier spielen muss, dass ich, Weil unser Imker macht nämlich so, der hört auf. Achso. Altersbedingt, ja, schade, aber, weil ich mag gern diesen hellen Honig da. In Raps oder was ist das? Weil das Schöne ist, der hat auf sein Glas hat er immer schön Pfand drauf gehabt. Das heißt, du hast nur das Innere gezahlt, quasi das Glas mit Pfand. Und das habe ich schon damals in meiner Ausbildung gehabt. Mein Meister hat noch einen eigenen Imker gehabt. Und der Honig war auch nicht schlecht. Aber einmal in der. Ich weiß nicht.
hat, ob er eine Pechsträhne oder manchmal hat, aber jedes Mal, einmal im Monat, kommt er auf jeden Fall immer mit so einem dicken Auge auf die Arbeit. Ja. Ja, kann ich ja noch einen drucken. Oh, hast du jetzt eigentlich mal wieder die 100.000er-Marke geknackt? Ja, aber die werde ich auch brauchen, weil ich habe keine Sämaschine. Weiß nicht, die ist... Ja, ich darf bloß das vergessen, die Sojabohnen 3 Tagen am Samstag zu ernten. Also wenn der Server weiterläuft. Ja. Fanta, wenn du nicht da bist, willst du irgendwie irgendwem Lohner geben, damit man ein paar Sachen machen kann, oder wie willst du das machen? Nee. Schon nach 6, Moja. Ja. Yeah. Um 5 nach 6? Ja. Du Heiliger. Ach, er hat alle Tiere verkauft, okay. Hab ich hier einen Zeitverzug da drin? Internet. So, okay. Dann sage ich schon mal Dankeschön, dass ich schon mal dabei sein durfte. Ja. Hast du schon donated? Habe ich nicht mitbekommen. Na Gott. Ja. Nein, gerne doch. Haut rein, Leute.